Götz, was hast du da für einen langen Lappen in der Hand? Ja, das ist mein Dirtley. Den habe ich jetzt seit 14 Monaten. Du kennst ihn, du hast ihn schon mal gesehen. Warum hast du dich dafür entschieden? Quasi, weil wir ja das Problem haben, wer so im Regen fährt, der hat eine Regenjacke an und eine Regenhose an und vielleicht Gamaschen an und du hast dann halt drei Teile. Und so ein Einteiler klingt ja ganz smart eigentlich, ne? Du ziehst den an, du kannst den verschließen, es gibt keine diese freie Stelle mehr. Nahtstelle quasi zwischen Hose und Jacke ist bei mir das Problem, gerade wenn man irgendwie so Rennsportjacken trägt oder so, dann kommt es bei mir immer hier rein oder da rein. Also, es ist kein besonders schneidiges Kleidungsstück, aber es ist oberpraktisch, hat allerdings auch so seine Nachteile, dazu kommen wir gleich. Es gibt auch eine Commuter-Version natürlich, die hat lange Beine. Genau, die hatte ich tatsächlich schon mal, aber dadurch, dass ich obenrum etwas breiter gebaut bin, habe ich mir erst die Größe L bestellt und dann die Größe XL bestellt und das war einfach sehr eng hier oben und dann habe ich gesagt, okay, dann kommen die für mich entweder nicht in Frage. Abnehmen wolltest du nicht, hast du gesagt. Abnehmen und Triple XL wollte ich auch oder, nicht. R oder R. Okay. Also vielleicht gibt es irgendwann nochmal den Commute-Suit für weitere Leute. Genau. Der Commute-Suit ist etwas dünner angerührt. Dieser hat hier eine 15.000er Wasserdichte. Also und er ist natürlich richtig für so Mud-Racing gemacht. Ne? Also so richtig für Mountainbiker, die in dem größten Dreck und so. Ja. Ich bin noch nie nass geworden darin, kann ich schon mal im Voraus sagen. Er hat diverse Reißverschlüsse, die hauptsächlich dafür da sind, dass da Luft reinkommt. Denn bei Temperaturen über 10 Grad ist es nahezu... Ist es Dampfsauna quasi. Ja, also ätzend damit zu fahren, aber jetzt im Herbst bei dem übelsten Wetter bin ich damit irgendwie im Regen sehr zufrieden. Aber du hast jetzt das Thema Reißverschlüsse angesprochen. Da gibt's ja etwas, womit du nicht so zufrieden bist, habe ich gehört. Ja, vielleicht sollte ich ihn erstmal anziehen, bevor ich jetzt zu den Sachen komme, wo ich mich darüber aufrege. Also der andere Vorteil ist, also wenn ich eine lange Regenhose anhab, Gerrit, dann bekomme ich sehr, sehr schnell Wärmestau. Und da ich ja im Winter auch sehr gerne in kurzen Hosen radle und dazu noch in Sandalen, wenn es nicht jetzt minus 10 Grad sind oder so, ist das ja für mich ideal. Ich zieh meine Shimano-Sandalen an und den hier bei 10 Grad Regen, alles wunderbar. Oder aber ich ziehe eine relativ regenabweisende Hose drunter, wenn es ein bisschen regnet. Dann werden meine Schienbeine halt kaum nass. Ihr kennt das vielleicht von den Rainlegs oder so, die gehen auch nur so ein bisschen über das Knie rüber. Also der Bereich, den man wirklich schützen muss, ist eigentlich da drüber, weil der Regen raufplattert. Ja. So. Man kann es sehr leicht anziehen. Das nervt mich nämlich auch bei herkömmlichen Sachen, dass man seine Schuhe ausziehen muss. Es plattert, man muss seine Regenhose anziehen oder so. Und dann quetscht man die sich immer über die Schuhe und so weiter. Ja. Und das stimmt. Das ist wirklich, man muss dazu sagen, das ist mein Katastrophenwetteranzug. Ne? Also wenn es so irgendwie lau fröhlich ist und es könnte regnen, dann ziehe ich den natürlich nicht an, weil es irgendwie schon ein bisschen schwer ist, sich darin auch zu bewegen. Ne? Also ich komme aus dem Büro, ziehe das Ding an, ziehe das drüber. Jetzt habe ich hier einen Reißverschluss auch, falsches Loch. Und dann fahre ich los. Ohne Kamera geht das sehr schnell. Es ist das Lampenfieber. Ja, genau. Das regelmäßige. Genau. Also Reißverschlüsse sind auch gut. Es gibt diverse. Hier ist eine Tasche. Hier sind noch zwei Taschen, wo man Sachen reintun kann. Ich kann allerdings von diesen Taschen nur noch eine benutzen, weil die sind alle sehr, sehr schnell kaputt gegangen. Die sind von innen nur geklebt. Und das löst sich auf, wenn man da irgendwas Schweres reintun, ist das ratzfatz und dann rutschen die Sachen durch. Dann steckt man sein Handynetzteil oder so hier in die Tasche und dann rutscht das halt bis unten durch. Hier ist dieser Kleber abgegangen und jetzt rutscht das alles in dieses Mesh rein, hier einmal so unten durch. Und sag ich mal, das sieht man ja so kann man so nicht sehen. Nee. Ich hab's hier extra rausgeholt. Hier ist es hat sich das gelöst. Ne? Und dann geht das alles hier unten rein. Und dann müsst ihr nicht glauben, dass ihr über die Tasche da rankommt. Das ist nämlich nur Lüftung. Ja, also die Taschen lösen sich auf und das ist wirklich nach kurzer Zeit. Das ist sehr, sehr schlecht. Das ist halt für den Preis halt auch einfach schlecht. Ne? Also der kostet ja, glaube ich, locker 180 Euro, glaube ich. Ist aber technisch bedingt. Also wenn du jetzt hier nähen würdest, dann hättest du ein Problem auf der Außenhaut, dass die an Regendichtigkeit verliert. Also, aber so lose Innentasche, irgendwie gibt es da doch bestimmt eine Möglichkeit anstelle des Verklebens, oder nicht? Also ja, ich weiß nicht. Also das ist rangeklebt an die äußere Haut. Dieser Rainsuit hat Mesh innen und dann hat er oben eine dicke Außenhaut und an manchen Stellen ist er dann auch noch verstärkt und hier hinterm Reißverschluss hat man hier auch so eine
Ich kann mir natürlich vorstellen, wenn das wirklich so für MTB-Fahrer gedacht ist, die packen da jetzt nicht irgendwelche schweren Sachen rein, weil die wollen irgendwo einen Hügel runterballern. Vermutlich. Und dann haben die vielleicht da irgendwie, irgendwie den Pass vom MTB-Trail. Ja, aber wenn ihr mal einen handyfreien Tag oder so einlegen wollt, einfach Handy hier reinstecken, bis man das weg. Da haben wir ja gar keine Lust, das wieder zu suchen. Das ist ja irgendwie voll blöd. Ich habe einen Test gemacht mit dem Ding. Ich bin damit 60 Kilometer nach Nordfriesland bei Gegenwind und heftigen Regen gefahren. Ja. Da gibt es sehr lustiges Lapstick-Szenen, wie ich auf dem Deich stehe und versuche danach normale Regenkleidung anzuziehen. Dieses Ding hat durchgehalten, das muss ich dazu sagen. Wir blenden hier und da ein bisschen Archivmaterial ein, weil das eigentlich eine ganz lustige Runde war. Da bin ich jetzt auf dem Deich. Der Dörtler hat durchgehalten, es ist nicht durchgekommen. Es hat fast die ganze Zeit geregnet, es ist jetzt also ein bisschen wieder trocken, weil das hier so windig ist und trocken gerade an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen bei all dem Wind hier. Es war ein ziemlich hartes Stück Arbeit, hierher zu kommen. Könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Aber immerhin werde ich jetzt belohnt mit lauter süßen kleinen Deichschafen hier. Alles voll, wahrscheinlich hunderte Lämmer und so. Also lohnt sich trotzdem irgendwie hierher zu fahren. Ich muss jetzt mal gleich sehen, dass ich schnell wieder nach Hause komme. Denn ich habe Hunger und ich habe jetzt Rückenwind. Also das geht jetzt wahrscheinlich einiges schneller. Ich ziehe mich jetzt um. Hoffen wir dann, dass ihr auf dem Rückweg, und das kann man ja nicht so leicht beeinflussen, auf dem Rückweg mit den konventionellen Klamotten von VD, die ich jetzt hier mit habe, irgendwie gleiche Bedingungen habe. Ich hoffe, dass es dann sehr viel regnet. Klingt paradox, kurios, aber ist halt so. Es soll ein Test sein und irgendwie will ja was rausfinden, was gut ist. Denn ich glaube, die Leute, die jetzt irgendwie sagen, bei schlechtem Wetter wollen sie lieber Auto fahren oder irgend sowas oder mit der Bahn, das ist ja Quatsch. Man hat die richtigen Klamotten irgendwann und dann fährt man einfach bei jedem Wetter, dann ist es eigentlich auch egal. Das Problem war, auf dem Rückweg wollte ich die andere Kleidung testen und da hat es dann nicht mehr geregnet. Also war der Test für einen Eimer. Ich bin den ganzen Tag unterwegs gewesen, weil es wirklich irgendwie höllisch geweht hat. 7 Wundstärke, 9, 10 und volle Pulle gegen Wind und Regen und durch den Matsch und alles Mögliche. Ja, hat alles nichts genützt. Aber immerhin konnte ich da dieses Ding nochmal so testen. Das ist dann auch irgendwie, also es ist wirklich sehr, sehr, sehr dicht. Aber es ist halt auch im Sommer oder so, kannst es nicht anziehen. Da schwitzt du drin. Du kannst hier noch, also man kann hier diverse Reißverschlüsse aufmachen. Ich habe sie eigentlich auch immer offen. Das kann ich hier auch, ne? Ja. Bei meiner Jacke. Aber man muss auch sagen, also im Winter, wenn ich da ein T-Shirt runterziehe, reicht das auch schon. Ne? Also mir ist da nicht kalt drunter. Also am besten so ein langes Merino-Shirt oder so drunter. Und dann ist man eigentlich sehr gut temperiert, sobald das irgendwie so unter 10 Grad, also ab 10 Grad, sag ich mal. Aber das habe ich auch festgestellt mittlerweile, dass ich das lieber mag eigentlich, weil ich bin so ein Typ, ich transpiriere sehr schnell. Ja. Und ich habe das dann auch so, dass ich zum Beispiel hier unter dieser Jacke quasi nur noch ein langarm Merino-Shirt oder kurzarm sogar manchmal anhabe, weil das Wichtigste ist eigentlich im Winter, dass die den Wind abhält. Boah, ist kalt. Unangenehm kalt ist hier gerade. Das ist nicht mal mit diesem Wind mal ein bisschen umziehen hier. Noch ein Grund mehr, einen Einteiler zu nehmen. Oh. Ich habe ja diese Entscheidung, die du für den Dirtsuit getroffen hast, für diese Jacke getroffen, vor 12, 14 Monaten oder sowas. Endura MT500. Und ich muss feststellen, dass die jetzt nach der Zeit, die ich sie habe, vor allem an den Armen nicht mehr so wasserdicht ist. Ich habe die schon mal nachimprägniert, aber es funktioniert leider nicht, denn leider, der Stoff ist super dünn. Es ist leider so, dass Regenkleidung auch im höheren Preissegment sehr, sehr schnell nachlässt. Und da muss man dann imprägniert man, aber dann stellt man irgendwie fest, es wird nie wieder so, wie es mal war. Das ist richtig. Genau, wir haben hier diesen Küstenwind und da drückt das einfach drauf. Man wird feststellen, dass man hier so mit einer 10.000er Wassersäule oder so wird man hier irgendwie hemmungslos untergehen. Auch wenn das irgendwie als wasserdicht gilt bei Wanderern, aber du dann fährst das Fahrrad und du hast diesen derben Wind, der da drauf drückt. Das muss ja nicht mal doll regnen. Da reicht ja so dieser feinste Sprühnebelregen, den wir hier ganz häufig haben. Wenn du damit Gegenwind fährst, das geht einfach durch. Und dann habe ich hier immer nasse Arme. Das ist immer nasse Arme, ja, siehst du. Seht ihr, das ist also Regenkleidung geht schnell kaputt. Ich habe hier nach 14 Monaten noch nicht, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe das Ding auch noch nicht einmal gewaschen.
Aber das ist mir auch ziemlich wumpe. Also lass es stinken, das ist mir doch egal. Das interessiert dich jetzt vielleicht hier so. Ja. Aber also ich, ne, da sollte man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig mit sein, also nicht so oft waschen. Und man, wenn da tierischer Dreck drauf ist, kann man das auch irgendwie trocken und werden lassen und abbürsten. Ich empfehle so trotzdem dunkle Farben bei Radjacken, weil man sieht das ja hier. Dass das sind einfach, die werden mit der Zeit dreckig und du kriegst es nicht mehr weg. Ja, Reflexion ist hier nicht so viel. Na, hier Gerrit. Hinten ist ein breiter Streifen, genau, dran, ne? Und hier genau. Unten sind auch noch mal Lüftungen. Ja. Wir sind überall Lüftungen, also ja. das ist wirklich gut, aber und es reicht halt trotzdem nicht. Und du kannst auch noch an der Taille verstellen, ne? Man kann ja eine Taille verstellen, genau, das ist auch unheimlich wichtig. Also wie du am Anfang schon sagtest, ein Overall, entweder er passt oder er passt nicht. Ja. Also man, da gibt es eigentlich keine. Und ich habe festgestellt, dass es gerade in der Anfangsphase war, habe ich immer gedacht, der ist mir doch am Schritt vielleicht doch ein kleines bisschen zu eng. Inzwischen hat er sich so ein bisschen geweitet. Ich hatte durchaus auch Sitz. Ich hatte wirklich Sitz. Ist auch der Kleber aufgegangen? Ganz? Ja, ich nicht. Ich hatte durchaus auch Sitzprobleme. Hier an der Seite, an den Beinen sind übrigens auch Luftschlitze. Ne? Ich fahre ja im Sommer immer mit kurzer Regenhose bei regnerischem Wetter. Ja. Und jetzt im Winter halt so. Normalerweise mit dann kurz drunter, heute nicht. Weil man im Büro auch, also ich hatte, also muss ja immer eine Hose mitnehmen ins Büro. Wenn man jetzt ich kann nicht die ganze Zeit eine kurze Hose im Büro rumlaufen. Ich kriege immer irgendwelche komischen Bemerkungen und so. Das sieht auch nicht aus und es ist auch nicht so willkommen bei uns. Deswegen muss da wenn man eine Hose liegen hat in der Büroschublade, dann kann man die natürlich morgens anziehen. Dafür war ich jetzt heute Morgen zu faul, habe gesagt, ziehe einfach eine lange an und hoffe, dass es nicht so doll regnet, dass es unrum. Ich setze immer noch auf lange Regenhose bei schlechtem Wetter. Ich suche nach wie vor nach einer guten, wasserfesten Hose. Wir hatten ja schon mal diese wasserfeste Jeans, aber das ist es irgendwie auch nicht. Das funktioniert auf Dauer nicht. Was man auf jeden Fall holen kann, sind wasserdichte Schuhe. Da habe ich jetzt zum Beispiel welche hier vom französischen Discounter. Mit denen fahre ich jetzt immer. Das ist tatsächlich, finde ich das schon mal super, wenn man keine Gamaschen mehr drüber ziehen muss oder sowas. Ja, sowas nervt. Ne? Sowas nervt. Lästig, also Fahrradfahren muss einfach sein und das Ding ist ja so super einfach. Ich ziehe nur einfach nur das an und das ist alles. Ja, deswegen hatte ich ja auch mal gedacht, dieser Commute-Suit in lang und sowas. Du ziehst morgens einen Teil an und ziehst auf Arbeit eins wieder aus und hast nicht dieses ganze Gerödel dabei. Genau. Aber leider bin ich zu dick dafür oder zu breit gebaut. Ja, aber bei wasserdichten Schuhen, also da bin ich, also es gibt meiner Meinung nach gibt es keine wasserdichten Schuhe. Es gibt halt nur Sandalen. Die sind wasserdicht, weil nach außen wasserdicht. Also das ist natürlich auch eine spezielle Methode. Ne? Sag mal, die meisten versuchen ja doch irgendwie mit Überschuhen oder wasserdicht. Also Überschuhe ziehe ich auch an, wenn es wirklich kalt wird, ziehe ich mir Überschuhe über die Sandalen. Aber das ist Thema, das will ich auch nicht wieder so oft drauf. Aber es gibt halt, irgendwann ist man so frustriert über all das, dass man dann irgendwie sagt, ich mache das jetzt so und so und so und richtig puristisch und das kann auch funktionieren. Man muss ja so ein bisschen für geboren sein und so, man muss sich auch irgendwelche Bemerkungen anhören. Ich gehe auch mit dem Ding auch wandern zum Beispiel, ja. Also wenn ich am Strand bin im Winter oder so, dann ziehe ich das an, dann zieht mir nicht der ganze böse Küstenwind immer unten rein und so. Das ist dicht. Pro Einteiler. Ich habe diese Jacke ja jetzt auch schon anderthalb Jahre Dauer an quasi. Und die ist, obwohl sie so hochpreisig war, eigentlich langsam am Ende. Ja, das ist halt einfach das wahrscheinlich ist heftig, so. Ne? Aber gerade so Kunststoffkleidung ist ja so für die Umwelt richtig schlecht. Mhm. Mikroplastik und so weiter und so weiter. Ja, klar. Textilien sind sowieso irgendwie, die werden alle irgendwo in China hergestellt. Dirtley ist eine deutsche Firma, noch mal dazu. Das ist auch ein bisschen hochpreisig natürlich. Gab es gerade im Angebot. Ich habe dafür irgendwie 170 Euro bezahlt, aber die ist auch nicht günstiger. Nee, die 200 irgendwas. Genau, und da hast du dann halt, hier hast du halt alles in einem. Nur halt im Sommer musst du halt sehen, wo du bleibst. Da und brauchst die ist du am Anfang halt Jacke. Gut. Und ich finde das auch gut, wenn du hier halt unter den Armen bis nach hinten so Belüftung aufmachen kannst. Ja, hier geht es eher so bis da. Aber ja, also ich bin nur noch nie nass geworden in dem Ding. Nur einmal habe ich irgendwie vergessen, gestern Reißverschlüsse zum Lüften zuzumachen. da war ich dann ein bisschen optimistisch. Aber wenn ihr seht, ich fahre hier bei Regen trotzdem mit offen hier. Weil so kommt da eigentlich nichts durch. Sind halt so es gibt halt so die typischen Stellen, wo man nass wird, hier und da so und halt am Rücken. Aber da ist das Ding halt so komplett dicht, dass ich mir da echt keine Sorgen machen muss. Und auch eben auch auf langen Strecken, also 6, 7, 8 Stunden im Regen, kein Problem. Ja, hier kann man nochmal sehen, ist die Verstellung vom
so eine Taille. Hier hinten gibt es noch Gummistraps. Das ist hier so ein bisschen für zum Federn. Da ist noch eine Po-Tasche, wenn man auf dem Sattel sitzt. Naja, weiß ich nicht, ob man die braucht. Genau, den. Hier oben Belüftung, Schriftzug. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, große Kapuze. Zack. Genau. Unten kann man die noch verstellen oben. Hat hier oben auch noch so einen Schirm, sodass einem auch der Wind, wenn man relativ... Ja, wenn man relativ nach vorne geneigt fährt, dann ist dann der ganze Regen nicht in die Augen spritzt. Bei den Händen kann man es anpassen, je nachdem, ob man Handschuhe trägt oder nicht oder was auch immer, wie groß die Hände sind. Hier einmal so. So, dann hat man quasi die bis zu den Fingern. So ein bisschen länger, so, das ist auch schon mal. Bis zu den Fingern, ja, das abgedeckt. Abgedeckt. So. Das ich meine, irgendwann ist immer durch. Irgendwann, ne? Ist immer durch. Das ist klar. Halt so. Irgendwann ist immer durch. Aber ich sag mal so, so eine Regenjacke, so eine Kombi sollte einen schon so für 30 Kilometer trocken halten, mindestens. Oh ja, ja, allerdings. So. Und es kommt natürlich immer auf den Regen an. Wie gesagt, hier kommt der Wind noch als Nachteil dazu. Das ist halt... Ja, die Leute an der Küste haben halt so ihre eigenen... Philosophien, aber es ist auch irgendwie so, und das extra Gewicht beim Dirtly sparst du an den Schutzblechen. Den brauchst du dann nicht mehr. Achso, die Kapuze, dazu haben wir noch gar nicht so gesagt. Ist auch natürlich auch noch eine Kapuze dran. Sieht so aus, als könnte man auch einen Helm noch ja, aufhaben. Das kann man sehr gut. Also die Kapuze ist geräumig, da passt auch ein Helm drunter. Gerrit, ne? Und man kann den auch zuziehen, dann hat man hier oben noch einen Gummi. Und hier vorne hat man halt auch diese versteckten Gummis, dann kann man das hier noch so zuziehen. Das schränkt natürlich immer das Gesichtsfeld sehr ein. Deswegen bin ich ein Gegner von zugezogenen Kapuzen. Aber das, ja, der Wind ist natürlich das andere Übel. Deswegen muss man immer so einen Kompromiss finden. Aber ich höre halt, sobald der Regen etwas nachlässt, nehme ich die Kapuze sowieso ab, weil ich wichtig das ich ist, höre gerne. Das ist aber auch so, wenn du hier noch einen Helm drunter hast und versuchst, dich irgendwie umzudrehen und was zu sehen, hast du eigentlich verloren. Ja. Deswegen habe ich eher ein Handtuch auf Arbeit und machen wir dann einmal die Haare trocken. Richtig. Und fertig. Also vor allem will ich hören beim Fahrradfahren und wenn ich irgendwie, also sonst fühle ich mich echt unsicher und dann nehme ich die Kapuze ab. Sobald es der Regen etwas nachlässt, nehme ich die Kapuze ab. Und schon gar, wenn ich irgendwo in der Stadt bin und da ist eine Ampel und da ist eine Ampel, dann kann ich nicht mehr. Ich habe tatsächlich eine Unterhelmmütze für den Winter. Ich hatte schon verschiedene und habe jetzt eine von Gore und tatsächlich sorgt die dafür, dass mein Hören total eingeschränkt ist. Das finde ich total nervig. Ja, es ist auch. Weil alles ist dumpf. Selbst wenn man spazieren geht, ist es unangenehm, aber eine Kapuze ist halt trotzdem super praktisch. Also ich habe jetzt, wenn ich die Kapuze nicht aufhabe, verlasse ich mich meistens auf meine Haare. Da sind ja noch ein paar vorhanden. Und ab und zu setze ich auch mal noch eine Merino-Mütze auf. So. Aber um das Ganze aber mal abzuschließen, du bist eher pro Dirtsuit als gegen. Oh. So ein bisschen Mr. Vino oder so. Ne? Jetzt fängt das wieder an zu regnen, das ist gut. Für den Test, schlecht für mich. Jetzt habe ich ihn. Oh, jetzt soll er aufpassen, dass man hier nicht in die Schafkacke tritt. Ja, die beschweren sich hier schon, die Leute. Lass mich den Schorb sehen. Mäh. Wenn das mit den Taschen nicht wäre und ich da drin nicht so schwitzen würde, würde ich das jedem empfehlen. Ansonsten, ich bin jetzt nicht so der Schwitztyp. Und ich schwitze trotzdem darin, allerdings jetzt bei den Temperaturen nicht mehr so. Aber ich muss auch alles aufmachen und man muss halt aufpassen, dass man nicht so viel drunter zieht. Und wenn du da wirklich meinst, dass du den dicken Pulli drunter ziehst, dann gehst du durch die Decke. Aber im Winter ist das praktischer, also bei Frost oder was, einfach niemals diesen Zugwind hier unten rein und nie was geht was auf und es spritzt nicht. Großer Vorteil auf jeden Fall. Schutzbleche vergessen. Lass die Schutzbleche weg. So ist das ein halt. Ein Kamera schneller bestimmt. Ich bin ein komischer Kauz, aber bin halt auch Purist und deswegen ist das für mich irgendwie eigentlich ziemlich geil. Also es ist eine ziemlich gute Investition. Wir haben ja auch schon mal über Regenkleidung ein Video gemacht mit Kevin. Und da habe ich zum Beispiel noch so eine, ich glaube auch so eine gelbe VD-Jacke an oder sowas, aber die hat zum Beispiel keine Belüftung gehabt. Ja. Und dann ist es natürlich extrem warm. Also das,
ich versuche immer inzwischen zu gucken, kann man sich da viel Belüftung aufmachen, weil du hast sonst so einen Plastiksack quasi an. Ja. Und darunter schwitzt man halt nochmal mehr. Ja. Also das ist eine Jackenfindung, ist total schwer. Es ist wirklich schwer. Haben wir damals diesen komplett bekloppten Film gemacht über meine drei Jacken. Ich wollte eine kaufen, hatte dann am Ende drei. Und ja. Die eine habe ich gut verkauft, aber die anderen beiden habe ich noch. Das eine ist eine ultra kleine Regenjacke, die man so von Endura, die man so mitnehmen kann im Sommer, einfach in die Lenkertasche. Und das andere ist ja meine Pearly-Sumi-Jacke, die trage ich so. Ja. Die trage ich auch in der Freizeit. Das ist, finde ich persönlich wichtig, dass ich die Sachen jetzt nicht spezifisch. Du siehst das, glaube ich, anders, aber ich habe fahrradspezifische Kleidung, will ich eigentlich gar nicht haben. Das soll eigentlich bei allen Sachen funktionieren, deswegen habe ich diese Gore auch weggegeben, weil das dann so eine richtige Fahrradjacke war. Ich bin da total offen, wenn du dann irgendwie eine nicht spezifische Regenjacke findest, die perfekt zum Fahrradpendeln ist, dann ist das halt so. Klar, wenn ich jetzt irgendwie eine Gravelrunde fahre in meiner Freizeit oder mit dem Rennrad oder sowas, dann habe ich schon eine andere Regenjacke an, einfach aus Gründen. Okay, nein, du musst ja auch mehr abkönnen, ne? Aber so. Zum normalen Pendeln bin ich eigentlich auch immer, ich möchte trocken sein, ich möchte nicht zu verschwitzt ankommen. Und da irgendwie so das Beste zu finden, da weiß ich nicht, mischt man immer wieder sein Setup neu. Das haben wir auch schon in den vergangenen Videos immer wieder gesagt. Im Prinzip, wie gesagt, ich werde nach der auch nach einer anderen Jacke gucken. Ja. Und dann, weiß nicht, Siehste, wird das ein anderer Hersteller, also, ein anderes Modell, ziemlich wahrscheinlich. Das kann man jetzt nochmal vielleicht als Pluspunkt anmerken. Ich suche momentan überhaupt nach nichts anderem. Das ist ein ziemlich gutes Patent, wenn man irgendwie so ein bisschen durchgeknallt ist. Und auch das mit der kurzen Hose, mit der kurzen Regenhose oder diesem, das ist das eine oder das andere. Aber das ist eigentlich das Einzige, was ich daran nicht ideal ist, dass ich, wenn ich in der Firma ankomme, eigentlich mir erstmal eine andere Hose anziehen muss. Aber wenn ich losfahre, geht's halt so. Irgendwie so, ne? Das ist easy peasy. Also, ich ziehe jetzt mal die Jacke an. Ich sage euch mal zum Schluss, wie die heißen, weil dann sieht man ein bisschen anders. Ich habe gerade andere Sorgen. Okay, also. Mit so einem Einteiler, also das geht halt schneller, ne? Mit so einem Einteiler. Das ist irgendwie. Das flattert. Sollen wir das Hupe umstecken? Ja, Gerrit. Dann würde ich sagen, hast du jetzt mal deinen Dirt-Suit vorgestellt. Ja, viele haben gefragt, ist keine Werbung, ist meine persönliche Erfahrung und ich habe dafür nichts gekriegt und mir den selber gekauft, wie doof ich bin. Und ja. Gleiches gilt für Endura, viel Geld für ausgegeben, jetzt nach anderthalb Jahren eher so okay, Verarbeitung okay. Ich habe mich übrigens nie bei Dirtlay gemeldet wegen der Taschen. Vielleicht hätte ich das mal machen sollen, um mal zu meckern. Vielleicht meldet falls sich ihr Dirtlay das seht, auch jetzt bei ja, ihr. Vielleicht meldet ihr euch, falls ihr das seht, besser machen. Und vielleicht gebt ihr mir einen Tipp, wie ich das hinkriege. Aber ich vermute mal, das muss man nähen und dann ist der Außenstoff halt nicht mehr so. Vielleicht habt ihr ja auch noch Regenjackentipps. Ja, was hatten wir schon alles? Snowboardjacken, Loden und was es alles so gibt als Alternativlösung. Ganz viele Kommentare waren da. Ne? Also jeder findet irgendwie so seine individuelle Lösung, ja, um auch glücklich genau auch Poncho, im Regen zu pendeln. Poncho auch, also völlig unterschätzt, auch beim Wandern. Ja. Also ich habe letztens wieder gedacht, auf dem Weg nach Hause, ich fahre ja immer so ein bisschen länger meine Nachhauserunde, wenn ich Zeit habe, durch den Regen mit Regenhose und Jacke und sowas und dachte irgendwie, es ist trotzdem schön. Ja. Wenn du trocken bleibst, ist es trotzdem schön. Ist egal. Aber ich habe ja ganz vergessen, das zu erzählen gerade eben an der Stelle, wo ich nämlich sagte, dass ein Overall passen muss. Und wenn er nicht passt, dann spannt er im Schritt. Und wenn er im Schritt spannt, dann kann das durchaus sein, dass man dadurch Sitzbeschwerden kriegt. Und ich habe, glaube ich, in der Phase, jetzt wo ich den fahre, dreimal meinen Sattel gewechselt. Es lag eigentlich eher an dem, weil er mir einen Ticken zu klein war. Jetzt ist er so ein bisschen gedehnt. Und jetzt habe ich diese Sitzbeschwerden irgendwie nicht mehr. Ja, man sollte auf jeden Fall trotzdem, bevor man sowas bestellt, gerade wenn es teurer ist, sich wirklich dann ausmessen, wenn es da eine Größentabelle gibt. Ja. Also hier geht es dann um Zentimeter oder so. Ne? Also ja, natürlich, aber das ist halt schon so, ach, L wird mir schon passen. Und dann stehst du da und denkst dir so. Ja, ja, aber dann beim Overall ist dann die nächste Größe, ist dann halt passt dann halt gar nicht mehr. Also wenn du jetzt die M anguckst, dann... Also, ne, ja, ich hatte dann auch die Größe, die hat dann halt gepasst, aber dann hast du auf einmal riesige Ärmel und denkst dir irgendwie so toll, da kann ich mein Bein drin unterbringen. Ja. Also das sind dann so Sachen. Aber das Ärgerliche bei solchen Themen ist immer, man kauft sich irgendwas
Und weil man sich irgendwas kauft, braucht man dann noch irgendwas anderes. Und das ärgert mich immer so. Hier ist es, hier war es der Sattel. Hier habe ich gedacht, so, da, das ist so ein Schlussstrich oder diese Spirale des Konsums oder so. Weil du jetzt ein Stück hast für alles und dann irgendwie so, ja, dann brauchst du den Sattel, tut so weh und woran liegt das? Und Monate später so, ja, es kann ja eigentlich nur, jetzt sitze ich gerade, fahre ich gerade ohne Dirtlay, jetzt tut mir der Po nicht weh. Wie kann das sein? Ja, weil man sich irgendwie komisch anders bewegt, weil man in so einer Schonhaltung ist, weil man nicht diese Bewegungsfreiheit hat. Und dann sitzt man halt irgendwie zu starr oder so. Und dann hat man irgendwie plötzlich dann irgendwie, dann sitzt der Sitzknochen, dann geht man vielleicht ein bisschen weiter nach links oder so als sonst. Und dann hast du plötzlich irgendwie Schmerzen. Jedes Fahrrad fährt sich anders. Jede Klamotte, die du anhast. Ja. Zum Glück ist die Fahrradsaison ja schon lange vorbeigeritt. Ja, und deswegen, ne? Also, wir haben das Fahrrad jetzt auch nur mitgebracht, um das gleich wieder in die Garage zu stellen. Seit zwei Monaten liegt alles brach. Und genau, also wir brauchen das eigentlich alles gar nicht. Nee, eben, wir ziehen das immer nur an. Wir machen aber immer das nur für euch. Und beide mit dem Auto gekommen heute. Ich bin mit dem Hubschrauber gekommen heute. Also ja, ich Privatflug, 47 Kilometer. Weil ich es mir wert bin. Ja, gut. Schuld sind die Radwege. Genau, die voll mit Blättern sind. Und mit Gülle. Und Split schon wieder. Aber wir machen ja, es soll ja alles besser werden. Ja. Bin mal gespannt, wenn hier das erste Mal Schnee fällt, wann die Radwege frei sind. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Da können wir dann nochmal ein Video zu machen, wenn es soweit ist. So, ich gehe jetzt mal aus dem Bild. Ja, geh mal aus dem Bild. Mein Fahrrad. Habt ihr mal wieder mein Titanrad gesehen? Wurde auch viel nachgefragt. Hier ist es. Ja, Götz sagt ja, er braucht nur noch das Ginkgo. Jetzt ist er seit zwei Tagen mit seinem Titanrad da. Man weiß nicht, woran es liegt. Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und ein Abo. So. Und Götz fährt jetzt mit seinem Dirt-Tube nach Hause. Tschüss.